Das Wiegelfeuerverzinkungsverfahren nach DIN EN ISO 1461 garantiert höchste Qualität und langfristigen Korrosionsschutz von bis zu 100 Jahren. Der Prozess wird in die 8 Schritte aufrüsten, entfetten, beizen, fluxen, trocknen, Feuerverzinken, nachbehandeln und abrüsten unterteilt. Schritt 1 aufrüsten. Nach Anlieferung der zu verzinkenden Teile wird eine Eingangskontrolle durchgeführt. Anschließend werden diese sachkundig und verzinkungsgerecht aufgerüstet, sodass die nachfolgenden Prozessschritte rasch, fehlerfrei und effektiv erfolgen können. Schritt 2 entfetten. Die zu verzinkenden Teile werden mit einem Schienenwagen in die eingehauste Vorbehandlung transportiert, wo das Material zunächst entfettet wird. Dabei kommen saure Entfettungsmittel in wässriger Lösung zum Einsatz. Wiegel ist der weltweit erste Feuerverzinker, der die Vorbehandlung vollständig eingehaust hat und die Abluft umweltgerecht filtert. Dank seiner hohen umweltschonenden Standards hat Wiegel als einziger Feuerverzinker in Deutschland die EMAS-Validierung erlangt. Hierbei handelt es sich um das besonders anspruchsvolle europäische Umweltmanagementsystem, dem sich Wiegel seit 2014 unterzieht. Schritt 3 beizen. Das Beizen erfolgt in verdünnter Salzsäure, die bei Wiegel nach dem Prinzip der getrennten Beizwirtschaft in unterschiedlichen Becken angesetzt werden. Dies bedeutet, dass Beizen mit den sich anreichernden Wertstoffen Eisen und Zink getrennt voneinander zum Einsatz kommen und eine Vermischung beider Wertstoffe vermieden wird. Dies ermöglicht eine stoffliche Aufbereitung im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Nach dem Beizen erfolgt erneut ein Spülvorgang. Schritt 4 Fluxen. Auf das Spülbad folgt ein Flussmittelbad. Das Flussmittel sorgt für eine abschließende, intensive Feinreinigung der Stahloberfläche und erhöht außerdem die Benetzbarkeit zwischen der Stahloberfläche und dem flüssigen Zink. Das Flussmittel besteht in der Regel aus einer wässrigen Salzlösung, Zinkchlorid und Ammoniumchlorid. Schritt 5 Trocknen. Das gefluxte Material wird nun getrocknet, um einen qualitativ hochwertigen und sicheren Verzinkungsprozess sicherzustellen. Schritt 6 Feuer verzinken. Das getrocknete Material wird nun in den vollständig eingehausten Verzinkungsofen transportiert. Dort wird der vorbehandelte Stahl in das flüssige, 450 Grad Celsius heiße Zink getaucht. Nach dem Eintauchen in das flüssige Zink verbleiben die Teile im Zinkbad, bis die physikalische Reaktion zwischen dem Eisen und dem Zink abgeschlossen ist. Vor dem Herausziehen der Teile aus dem Zinkbad wird die Oberfläche des Zinkbades von Oxiden und Flussmittelrückständen gereinigt. Wiegel arbeitet schon seit Jahren bleifrei, also ohne Zusatz von Blei in die Schmelzen. Der vollständig eingehauste Verzinkungsofen mit Abluftreinigung und eine mehrstufige Wärmerückgewinnung komplettieren die umfangreichen und besten verfügbaren Techniken, die Wiegel seit Jahrzehnten für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt umsetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Schritt 7 Nachbehandeln. Die verzinkten Stahlteile kühlen entweder an der Luft oder in einem Wasserbad ab. Auf Kundenwunsch können sie zudem nachbehandelt werden. Eine Nachbehandlung erzeugt einen klaren organischen Film für langanhaltenden Glanz und verhindert frühzeitige Weißrostbildung auf feuerverzinkten Oberflächen. Schritt 8 – Abrüsten. Die Teile werden abschließend verputzt, das heißt Zinkspitzen und Rückstände auf dem Zinküberzug werden entfernt. Vor der Auslieferung erfolgt nochmals eine Qualitätskontrolle des verzinkten Materials.